Hallo ihr Lieben, ich bin Kara Chutan, ich bin die Sprecherin von der Hexe Runzia und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo! Sobald die Hexen und Zauberer den Akzent haben und nicht mehr ihre normale Sprechweise sprechen, können sie auch nicht mehr zaubern und hexen. Und wenn alle von dem Wasser getrunken haben, sind wir beide die Einzigen, die noch Kräfte haben. Und fertig! Du sprichst aber noch jemanden. Die Erzählerin. Genau. Ja. Ja, da musste ich mich sehr zusammenreißen, dass ich die ein bisschen anders spreche. Erstmal vielen Dank, dass du fürs Interview bereit bist. Aber immer doch. Gerne, gerne, gerne. Dann fangen wir gleich mal an. Wenn ihr wüsstet, wie früh das gerade ist am Morgen. 6 Uhr morgens. Ja. So, wie bist du denn zur Rolle Runzia gekommen? Ja, Runzia. Ich bin dazu gekommen, weil Santiago natürlich mich gefragt hat, ob ich da für euch mit in diesem Hörspiel mitsprechen kann. Und ich weiß nicht, warum ihr dann die Rolle für mich ausgewählt habt, dass ich die Hexe spreche. Was mir natürlich sehr entgegenkommt. Oh, ich liebe die Rolle. Und wie bist du zur Rolle der Erzählerin gekommen? Auch durch euch, ja. Ich denke mal, da war gerade noch ein Engpass oder wie ist das passiert? Nein. Alles gut. Was magst du an der Rolle Runzia Nachtschatten? Na, ich glaube, die Rolle kommt mir sehr entgegen, weil die Runzia auch ein bisschen bekloppt ist und es kommt meinem Naturell sehr nah. Weil ich ja auch so eine kleine Macke habe. Aber weil es auch natürlich ist, immer die außergewöhnlichen Rollen sind natürlich die schönen, weil man sich da so austoben kann und ausspinnen kann und so ein bisschen durchdrehen kann. Und das liebe ich so. Und sie ist ja auch so ein bisschen fies, ist sie ja auch. Was ich ja sonst nicht bin. Aber das mal zu spielen ist doch toll. Ah, hier muss es sein. Ich gehe schon. Ja, bitte. Ja, hallo, ich bin Runzia. Runzia Nachtschatten. Und jetzt? Nun, ich würde gern mit Jonas sprechen. Und ich würde gerne den Jackpot im Lotto gewinnen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Tschüss. Sag mal, das ist ja wohl. Also, ich krieg hier gleich einen Hexenanfall. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja. Wie beschreibst du deine Rolle, Runzia? Naja, wie schon gesagt, so ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen gemein, auch so ein bisschen extravagant, ein bisschen balla. Und das ist so, wie kleine Hexen so sind. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Ich finde die Rolle eigentlich schön, aber ach ja, doch, ich hätte noch was. Ich hätte ja noch was, weil ich singe ja auch gern. Ich bin ja auch Sängerin und nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Und Runzia hat ja einen Song gesungen und der hat mir natürlich irre Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Songs gäbe, die Runzia singen darf. Ich hexe, was mir gefällt und das ist so wunderbar. Und was mich natürlich dann allgemein jetzt noch, meinst du auch allgemein? Allgemein würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann endlich wieder losgeht mit Theateraufführungen und Shows, weil das ist ja das, was ich unglaublich gerne mache, natürlich auch direkt, nicht nur fürs Ohr, sondern auch fürs Auge. Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne und freue mich, wenn ich dann endlich wieder Shows machen kann und für Publikum singen kann. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen oder Zauberer auseinandergesetzt oder etwas im Fernsehen gesehen, Filme oder Serien? Naja, so, ich bin ja auch irgendwie mit Bibi Blocksberg, glaube ich, sagt wahrscheinlich jeder. Das ist so, was so hängen geblieben ist. Ansonsten so allgemeines Zeug nur. Fällt mir jetzt nichts ein. Hättest du mir vorher sagen müssen, keine Ahnung. Hast du schon mal einer Figur deine Stimme geliehen?
Naja, Runzia zum Beispiel oder die Erzählerin oder auch, ja, wer war ich denn da? Ich war eine Mama von Olaf? Ja. Eine Mama von Olaf, die Mama. Die Mama von Olaf, ja. Ich wollte sagen, eine Mama. Ja, die Mama von Olaf. Fällt mir jetzt nichts weiter ein. Schon mal darüber nachgedacht, Sprecherin zu werden? Ja, gerne. Also, ich bin da. Ja, wie du schon sagtest, den Song, den Runzia singt. Ja. Das ist ja ihr Lieblingssong. Ja. Wahrscheinlich. Runzias Lieblingssong. Genau. Mhm. Hast du denn auch einen Lieblingssong? Oh, ich habe Millionen Lieblingssongs. Aber natürlich habe ich natürlich meinen eigenen Lieblingssong. Einen meiner wenigen eigenen Lieder, die ich habe. Alle meine Farben, das ist natürlich ein Song, den ich unglaublich gerne mag. Den kennst du, glaube ich, schon. Dann habe ich meinen Lieblingssong, der heißt Nie genug. Da singe ich, von was können Frauen nie genug bekommen? Nein, nicht von Männern, sondern ich singe da tatsächlich über meinen Schuh-Tick, den ich habe. Und dann habe ich noch einen Song, den habe ich für meinen Sohn mal geschrieben. You'll be always in my heart. Und dann habe ich jetzt natürlich jetzt, ich gebe jetzt an, ne? Dann habe ich noch ein Geburtstags- und Hochzeitslied. Also je nachdem für welchen Anlass. Den singe ich dann mit anderen Texten natürlich, logischerweise. Und der heißt Ein wunderschöner Tag. Und das gibt es in Geburtstagsversion und in Hochzeitsversion, weil ich natürlich auch sehr gerne für Brautpaare singe. So, jetzt habe ich ein bisschen viel angegeben, ne? Alles gut. Ja? Dafür ist das Interview da. So, in den Song von uns, ja? Ja. Den hören wir uns jetzt einfach mal an. Okay. Man weiß doch, wer ich bin. Arriba! Ich bin ja Runzia. Ich bin Runzia. Niemand wird mich je besiegen. Ich bin immer da. Denn ich bin wieder da. Ich hexe, was mir gefällt. Und das ist so wunderbar. Egal, wer mir was erzählt. Was für eine Art von Song würde Runzia denn gerne nochmal singen wollen? Ach so. Weil jetzt kommt der dritte und letzte Teil. Oh, und dann? Dann ist erstmal zu Ende mit der Geschichte von Juna. Okay. Oh, da muss ich drüber nachdenken. Natürlich auch irgendwas Schräges, was Verrücktes. Da muss ich drüber nachdenken. So ein bisschen was Gemeines vielleicht so. Oder wir reden da nachher drüber. Mhm. Alles klar. Wollen wir nochmal in deinen Song reinhören? Okay. Manchmal mach ich blau und mach mich breit auf der Couch. Ich mach dann einfach gar nichts und bin faul. Ich mach blau. Danke, okay. Ach, das war's schon? Ja, müssen noch. Mensch, das hat sich ja gar nicht gelohnt, Mensch. Natürlich. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt und vielleicht hören oder sehen wir uns ja bald mal wieder. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße. Das war Kara Runzia. Tschüss.